sehr bestimmt. Es ist mega gut. Also ich hätte jetzt noch länger mehr dazu hören. Spielt das nochmal? Ah. Sicher unterschiedlich. Also ich habe es jetzt schon zweimal gemacht heute Morgen. Es war super gewesen. Danke vielmals, dass ihr euch so fest vorbereitet habt. Ganz herzlichen Dank. Jetzt ist schon noch etwas speziell, wenn die plötzlich reden können. Ich weiss nicht, ob es unseren Zuschauern auch so gegangen ist, ist noch besonders. Also da mit dem Müsli hat mir sehr gut gefallen, mit dem Käse. Also dass da mal die Erwachsenen die Käse machen für die Müsli, weil ja normalerweise schon nicht so ist. Oder wer mich auch ganz erstaunt hat, ist der Esel gewesen. Was der auf einmal für ganz gute Gedanken hatte, über was das der nachdenkt hat. Und dann sind da die Schöfe gewesen. Es ist ja so, wir haben im Theater gehört, dass manche Schöfe dumm sind. Jetzt offensichtlich stimmt das nicht ganz. Es hat einfach britische Wissenschaftler gehabt, die haben das ein bisschen studiert. Und die haben festgestellt, dass das Hirn vom Schaf ganz ähnlich aussieht wie das Hirn der Menschen. Also bitte Vorsicht mit dem Wort dumm. Aber es ist schon interessant, was die verschiedenen Tiere für Gedanken haben. Und vielleicht hat es bei dir oder auch bei mir die eine oder die andere Sache ausgelöst, wo ich denke, das ist gut, wenn man noch ein bisschen mehr darüber nachdenkt. Jetzt um was geht es eigentlich bei Weihnachten? Also jeder von euch könnte natürlich die Weihnachtsgeschichte erzählen, aber die Frage wäre, um was geht es eigentlich? Und ich habe da ganz eine spezielle Aussage gebracht, es geht darum, dass man versteht, was passiert ist. Wir haben ja ein bisschen das grosse Problem, etwas, das wir immer und immer wieder feiern, das wird ganz gewöhnlich. Ja, Weihnachten, da weiss ihr eigentlich, wir haben etwas mit dem Rippli und dem Maria und Josef und da kommen da noch irgendwelche Esel und Ochsen, wenn wir da Schäf, Müsse und Dünen, einfach so Sachen kommen vor. Aber ich glaube, man muss noch ein bisschen dahinter sehen. Und wenn man ein bisschen dahinter schaut, dann hat es etwas, was mir aufgefallen ist, was ganz, ganz besonders ist. An Weihnachten geht es nämlich um verschiedene Sensationen. Um verschiedene Sensationen. Also etwas, was ganz außergewöhnlich ist. Und ich möchte euch heute Morgen drei so Sensationen ganz kurz einblenden. Und ich hoffe, dass vielleicht das eine oder das andere hängen bleibt. Und man kann sagen, ja, das habe ich eigentlich ein bisschen zu wenig überlegt oder zu wenig im Hinterkopf gehabt. Also die erste Sensation ist, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Ich habe euch da einen Bibelvers mitgebracht, und zwar das, was die Engel gesagt haben auf dem Feld, also einer von den Engeln, er hat gesagt, heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Eigentlich müssten die Menschen, die sich so ein bisschen speziell mit dem Übernatürlichen befassen, müssen an dieser Stelle ganz besonders Freude haben. Weil da ist etwas Spezielles passiert. Einerseits kommt ein Engel und erzählt das, das ist das eine. Und das Zweite, er redet von einer Person, die außerhalb von unserer Welt plötzlich in die Welt hineinkommt. Jetzt, wenn ich das ganz salopp sage, und das sage ich sonst normalerweise nicht, aber heute Morgen wollte ich das mal machen, dann könnte man eigentlich davon reden, dass ein Außerirdischer auf die Welt gekommen ist. Ein Außerirdischer, der nicht irgendeine findliche Mission hat, sondern ganz einen friedlichen Auftrag. Ein Außerirdischer, der nicht irgendwelche Abdrücke macht in einem Kornfeld oder Weizenfeld oder irgend so etwas, sondern wo nur in einem kleinen Krippli einen Abdruck hinterlässt. Und wo damit eigentlich zeigt, ich habe ganz, ganz eine friedliche Mission. Machen wir einen Sprung. 30 Jahre später steht das Kind da an einem Fluss. Es ist ein Mann geworden. Und dann passiert wieder ganz etwas Außergewöhnliches. Da gehören die Menschen, die ihm zulassen, und es sind ganz, ganz viele Menschen, die könnten das heute alle bestätigen, wenn sie uns heute etwas sagen könnten, die hören eine Stimme. Und da lesen wir, und siehe, eine Stimme vom Himmel sprach herab, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also da fängt Gott selber an zu reden und sagt, das ist mein Sohn. Hört bitte auf den.
Und eigentlich mit dem Moment, wo die Menschen das hören, fängt etwas an, was für die Menschen total erstaunlich ist. Weil dann fängt Gott an, eingreifen in die Welt. Und was dort Menschen erleben, ist sensationell. Aber gehen wir wieder zurück zu den Weihnachten. Eine zweite Sensation ist die: Gott liebt dich. Da in dem Text sagt der Apostel Johannes, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen oder erhalten. Was da steht, ist eigentlich unglaublich. Es ist ja so, jeder Mensch, der sehnt sich nach Liebe. Jeder Mensch, ob klein oder gross, ob alt oder jung, spielt überhaupt keine Rolle. Und viele von uns kommen natürlich innerhalb von der Familie, kommen von Freunden Liebe über, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die haben das nicht. Die sind ganz allein, die sind einsam. Und jetzt allen Menschen sagt Gott, ich habe dich gern. Jeden Mensch. Und das ist ganz, ganz stark. Und das Interessante ist jetzt ja, wie die Liebe ist. Die ist nämlich ganz anders als die Liebe der Menschen oder mindestens zum Teil anders. Das ist zum Beispiel eine Liebe, die nicht kaputt geht, wenn irgendetwas Blödes passiert. Also wenn ich jetzt daheim Mist mache, bei der Claudia, das ist meine Frau, irgendetwas Fürchterliches, oder? Da kriegt man vielleicht Glasschalen, Wertfolie auf den Boden runter. Und was macht denn die? Die verspringt die tausend Stückchen. Was denken, da hat sie mir denn noch gleich gern? Also ich glaube im ersten Moment vielleicht nicht so, einfach der Schock, oder? Denn? Und dann hat sie mir natürlich gleich noch gern. Aber bei Gott ist unabhängig, was du gemacht hast, spielt überhaupt keine Rolle, hätte ich immer gleich gern. Oder etwas Zweites, die Liebe musst du nicht durch Leistung verdienen. Du musst nicht etwas machen, dass du dann die Liebe überkommst. Die kommst du einfach über, ganz unabhängig oder gratis. Oder die Liebe ist eine Liebe, die du immer wieder neu kannst anfangen kannst. Sogar dann, wenn man etwas gebaut hat oder gebosget hat, das nicht gut ist, von Mitmenschen oder von Gott. Bei dieser Liebe kannst du immer wieder neu anfangen und auch Vergebung bei Gott holen. Oder die Liebe ist eine Liebe, die dein Herz so fängt an erfüllen oder auffüllen, dass du die einfach weitergeben kannst an andere Menschen. Oder letztendlich, so wie es in dem Vers steht, ist das eine Liebe, die dich gerne zu Gott führen will und damit zum ewigen Leben. Also wenn ich das anschaue, dann kann ich eigentlich nur staunen, was Gott für mich parat hat. Und da kommt die dritte Sensation. Gott hat einen Plan für dich, für dein Leben. Da drin, wieder vom Johannes, lesen wir ja einen von seinen Briefen. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden. Also wieder die Liebe, ganz interessant, die taucht immer und immer wieder auf. Also seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues und ewiges Leben bekommen. Also Weihnachten ist nicht irgendein Zufallprodukt, das ist einfach passiert. Weil es da irgendeine Maria und Josef gegeben hat und das Kind und dann sind die irgendwo hingereist und die Römer haben Befehl gegeben, müssen dann, sondern Gott hat das wollen. Und das Interessante ist, Gott tut eigentlich einen Gedanken, den er hat, an andere Reihen und tut so eigentlich einen guten Plan für uns Menschen parat haben. Und auch wenn ich das höre, dann muss ich nur sagen, da kann ich staunen. Was? Gott hat für mich einen Plan. Gott hat für dich einen Plan. Und der Plan ist gut. Und wenn du dem Plan kannst nachgehen kannst, wenn du dem Weg kannst folgen kannst, dann erlebst du etwas, was du sonst nie kannst erleben kannst. Der Plan gilt für das normale Leben, für unseren Alltag, für heute, für morgen, für die nächste Woche, für Situationen, die ganz gut laufen, für andere, die vielleicht schwierig sind. Da steckt ein Plan Gottes dahinter. Aber der Plan, der hört nicht einfach auf da bei dem Leben, sondern er geht überall auch in die Ewigkeit. Weil die grösste Freude für Gott ist es, wenn du dabei bist in der Ewigkeit, mit ihm zusammen. Und darüber kann ich eigentlich nur staunen, was Gott parat hat an Weihnachten. Und damit wird natürlich Weihnachten zum Angebot für dich und mich, zum Angebot, das Gott dir schenken will, wo man Ja sagen kann oder Nein. Und ich hoffe, dass gerade diese Weihnachten vielleicht der Punkt ist, wo du, wo ich mein Herz besonders öffnet, auch für das, was Gott parat hat.
Jetzt, das sind eigentlich genug Sensationen für heute Morgen. Mindestens, um ein bisschen darüber nachzudenken. Jetzt, die selber, die verstehen ja eigentlich in der Tiefe nicht ganz, was da vorne geschehen ist. Was sie an Weihnachten haben, erlebt haben, die selber verstehen das nicht. Aber wir Menschen, wir können es verstehen. Und ich hoffe, dass für gross und klein, für jung und alt, dass Weihnachten zu einem Erlebnis wird, wo wir Gott ganz neu erleben können. Wo Weihnachten zu einem persönlichen Fest wird, wo Gott seine Liebe, seine grossartige Liebe in dein und in mein Herz kann reinlegen kann und dort zur Entfaltung kann werden. Und das wünsche ich euch. Jetzt in den nächsten Tagen, in der Vorbereitung auf die Weihnachten, möglichst wenig Stress mit Päckchen. Hoffentlich habt ihr schon alle gekauft. Vermutlich nicht. Aber ich hoffe, dass ihr möglichst wenig Stress habt. Dafür möglichst viel Zeit, um auch mal hinzusitzen und über die Liebe Gottes nachzudenken und auch zu staunen, was er bereit hat für jedes von uns. Ich möchte noch beten mit uns. Himmlischer Vater, ich staune, dass du einfach jedes von uns gern hast. Dass du für jedes von uns etwas bereit hast, deinen Plan. Und danke, dass wir diesen Plan entdecken dürfen, dass wir diesen Plan auch suchen dürfen. Und dass du uns deinen Plan, deinen Willen zeigen tust. Ganz herzlichen Dank dafür. Und danke, Herr, dass wir auch das Spiel haben dürfen erleben, dass die Kinder das so schön vorbereitet haben. Danke, dass du aber auch das, was wir gesehen haben, einfach in unseren Gedanken, in unseren Herzen anschwingen lässt. Ich danke dir dafür. Amen.